Ein LKW donnert ungebremst auf ein Stauende, hier simuliert im Crashtest des ADAC. Auf der Straße hätten die PKW-Insassen keine Chance gehabt. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Und leider passieren solche schlimmen Unfälle regelmäßig auf Baden-Württembergs Straßen. 111 Menschen kamen dabei alleine im vergangenen Jahr ums Leben. Und auch 2018 gab es schon wieder mehrere verheerende Promi-Unfälle. Diana Hörger und Fabian Siegel. Rosenmontag auf der A5 bei Walldorf. 4 Menschen sterben, weil ein LKW-Fahrer offenbar das Ende eines kurzen Staus übersieht. Er quetscht 2 Autos gegen einen davorstehenden Lastwagen. Fast eine ganze Familie und der Fahrer des anderen Wagens kommen ums Leben. Nur ein 15-jähriges Mädchen überlebt. Kein Einzelfall. Immer wieder kommt es auf Baden-Württembergs Straßen zu schweren Unfällen mit LKW. Viele Autofahrer haben da mehr als nur Respekt. Die LKW sind unbereinbar. Die blinken nicht, die fahren raus. Also ich habe richtig Angst vor der LKW-Fahrer. Ich schaue auch beim Stau, dass ich dann auf der Seite bin, auf der linken Seite. Die sind nicht bei der Sache. Die schauen auf irgendein Laptop oder auf ein Handy oder auf irgendwas anderes. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Solche Geschichten kennt auch Daniel Squarra. Seit 11 Jahren ist er mit dem LKW im Land unterwegs. Bis zu 60 Tonnen fährt er täglich von A nach B. Vorurteile gegenüber LKW-Fahrern, die hört er ständig. Und die Standardfragen natürlich. Naja, schneidest du auch Fußnägel beim Fahren oder liest du auch Zeitung, spielst du auch am Laptop, guckst du auch Filme? Das sind so die typischen Klischees, sag ich mal. Für ihn gibt es keinen schöneren Job, sagt er. Raus aus dem Büro, auf die Straßen. Er selbst versucht es locker anzugehen. Stressen tut er sich nicht. Aber er weiß auch, dass andere Fahrer richtig unter Druck stehen. Angst um den Job, weil der Chef sagt, du musst schneller fahren, dann überhole sie und dann ziehe sie vorne rein und bremse mich noch aus. Klar, es gibt auch LKW-Fahrer, die liefern sich so Elefantenrennen über mehrere Kilometer. Das sind auch Sachen, wo ich dann den Kopf schüttel, dass sie dann damit aber Risikosituationen hervorrufen. Das ist mir dann nicht bewusst. Ne? Doch viele nehmen das Risiko auch bewusst in Kauf. Handy am Steuer. Dokumente ausfüllen auf dem Lenkrad. Wer soll da den nötigen Sicherheitsabstand einhalten? Die A81 zwischen Stuttgart und Heilbronn. Kameras auf der Brücke. Sven Haug und Harry Bauer von der Verkehrspolizei Ludwigsburg messen Abstände bei LKW. Der erste Treffer lässt nicht lange auf sich warten. Sattelzug, Scania, Cäsar Paula. Das System berechnet fast in Echtzeit. Der Abstand war viel zu gering. Dann wirft man ihm jetzt vor, bei 69 km/h Geschwindigkeit hattest du einen Abstand von nur 36 Metern, obwohl du 50 gebraucht hättest. Die Kollegen ein paar Kilometer weiter übernehmen und geleiten den LKW zum nächsten Rastplatz. Ausländische Fahrer werden sofort abkassiert. 105 Euro werden fällig. Für Deutsche gibt es außerdem einen Punkt, denn die Folgen haben viele gar nicht auf dem Schirm. Wenn der beladen ist, dann hat er halt seine annähernd 40 Tonnen. Und wenn die mal schieben, aus 80 km/h, maße mal Geschwindigkeit, das schiebt natürlich 4-5 Pkw ineinander zusammen. Und das sieht dann so aus. Ein Crashtest, den der ADAC gemacht hat. Und Bilder der englischen Polizei. Die Zahl solcher LKW-Unfälle steigt in Baden-Württemberg. 2015 waren es 100 Menschen, die bei Unfällen mit einem LKW getötet wurden. 2016 sank die Zahl auf 92. Und letztes Jahr starben 111 Menschen. Ein beunruhigender Anstieg. Dabei gibt es bereits technische Möglichkeiten, um das Todesrisiko auf den Straßen zu verringern. Neben einem Abstandshalter gibt es in den neueren LKW auch einen automatischen Bremsassistenten. Hier Testbilder vom ADAC. Der Bremsassistent ist sogar Pflicht. Seit November 2015 müssen europaweit nahezu alle neu zugelassenen LKW mit einem Notbremssystem ausgestattet sein. Bis Herbst auch alle alten nachgerüstet werden. Das Problem? Viele Fahrer schalten die Brems- und Abstandsautomatik ab. Wieder unterwegs mit der Verkehrspolizei. Da ist auch schon der nächste Kandidat. Mit aktiviertem Abstandshalter könnte dieser LKW dem Vordermann so nah gar nicht auffahren. An der nächsten Ausfahrt geht er deshalb raus. Auch hier 105 Euro Strafe. Das Problem ist, dass man diese Systeme ausschalten kann und dass die leider auch ausgeschaltet werden.
weil man dann überholen will, weil man schneller fahren will als der, der vorausfährt. Und dann kommt der Faktor Mensch, das heißt, die Technik greift dann nicht mehr. Und dann haben wir die gleiche Situation, als ob es diese Systeme überhaupt nie gegeben hätte. Daher fordert der Innenminister Notbremsassistenten, die nicht abgeschaltet werden können. Auch Daniel Squarra hält das für eine gute Idee für die Autobahn. Doch ob und wann das umgesetzt wird, ist unklar. Bis es soweit ist, rät er als Lkw-Fahrer den Pkw-Fahrern, vorsichtig zu sein. Den Lkw juckt das nicht, der schiebt es einfach weg. Das sind 40 Tonnen gegen eine Tonne, das ist David gegen Goliath, sag ich mal. Das Abstand und vorausschauende Fahrweise ist eigentlich das A und O. Das ist die Lebensversicherung im Straßenverkehr von jedem. Solange sich nicht alle daran halten, werden solche Unfälle auf Baden-Württembergs Straßen leider Alltag bleiben.